Festivals Basiskultur Wien ist es ein echtes Anliegen, Nachwuchstalente zu fördern. So hat also Basiskultur Wien gemeinsam mit dem Verein für interkulturellen Austausch das Projekt Schul-City Wien auf die Beine gestellt. Im vergangenen Jahr wurden da 250 Schulen in Wien angeschrieben und dann schließlich 23 ausgewählt, um da mitzumachen. Mehr als 700 Schüler sind daran beteiligt und ich habe jetzt den Elias. Hallo? Kann ich dich mal? Achso, du bleibst hinten, ja? Man, ist auch okay. Also der Elias an den Drums. Du, Elias, was für eine Art von Musik bringt sie uns? Naja, das ist ziemlich schwer zu sagen, weil wir eigentlich alles machen, was uns gefällt. Und das variiert jetzt von Lied zu Lied ziemlich. Also ist die beste Definition, glaube ich, alternativer Independent Rock. Weil okay. Das sagt relativ wenig aus. Das ist gut. Nicht festlegen ist aber eine gute Grundlage. Du, Elias, was war für dich besonders interessant, faszinierend bei diesem Projekt Schul-CD Wien? Natürlich die Möglichkeit, in einem Studio aufzunehmen mit einem echten Schlagzeug und ja, dabei auch unterstützt zu werden von professionellen Tontechnikern. Coole Sache. Wir freuen uns auf euch. Bitte einen großen Applaus hier. Achso, Entschuldigung. Hier, bitte. Ui, gleich der Fanclub ist da. Ich gebe dir mal das Mikro, okay? Dankeschön. Schönen Nachmittag. Im Namen des Erich-Fried-Gymnasiums Glasergasse, ein paar Fans haben wir da, möchte ich mich recht herzlich bei Basiskultur Wien bedanken, dass wir hier mitmachen durften bei diesem Projekt Schul-CD Wien. Das Ergebnis werden Sie jetzt gleich hören im Anschluss. Bei dieser Gelegenheit möchte ich vielleicht auch kurz die Band vorstellen. Elias an den Drums. Ja? Lukas, kannst du es ja selber machen. Ja? Lukas am Bass. Ja. Jetzt will ich es auch angeschaut. Okay. Und Philipp an der Gitarre. Ja, viel Vergnügen. Danke. Hallo. Wir sind die Nachwuchstalente. Und erstmal danke, dass wir an diesem wunderschönen Sommertag spielen dürfen. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an. Mit Live von oben. Wie du willst. Danke sehr. Wir haben leider